Wetter.at lässt Sie nicht im Regen stehen. Das beste Wetter für Ihren Ort. Jede Stunde. 9 Tage im Voraus. Und alle Unwetterwarnungen. Wetter.at. Ihr Wetter für jeden Ort. Auch als App. Wetter.at. Das Wetter präsentiert Ihnen. Wetter.at. Blicken Sie mit mir auf die Wetterlage an diesem Dienstag und Sie sehen es schon, in Wien ein unglaublich vernebelter Tag. Auch die Autos waren etwas angeschlagen, wie ich heute rausgegangen bin. Na, hoffentlich bessert sich das noch etwas hier, die Lage. Hochka ebenfalls hier mit dabei. Ja, wie es in Österreich aussieht, darauf blicken wir gleich im Detail. Wir starten vorab jedoch mit der Großwetterlage in Europa. Und in Mitteleuropa bringt eine Kaltfront über Deutschland viele Wolken und teilweise auch Regen mit. Im Osten kann es wirklich winterlich kalt werden, nur im Süden ist es teilweise sonnig und auch mild. Und wir sehen auch hinter mir eben die Grafik um die 14 Grad hier in Paris, 12 Grad zum Beispiel hier in London. Hier in Österreich deutlich weniger Sonne als gestern, im Flachland wieder teils beständiger Nebel und auch Wolken. Felder mit dabei. Am Nachmittag im Westen stellenweise Regen und Höchstwerte von 9 bis 18 Grad. Also unglaublich durchwachsen hier. Diese Temperaturen, wie gesagt, eben ca. 11 Grad hier in Zwettl, in Linz, 14 Grad in Graz und um die 14 Grad und Regen eben hier in Bregenz. Die nächsten 24 Stunden im Westen eigentlich ziemlich sommerlich hier noch angezeigt, 21 Grad die Tageshöchstwerte. Im Osten für etwas kühler. 9 Grad startet hier dieser Tag hinein und es ist verregnet, dann kommt die Sonne zwar etwas raus, aber es bleibt sehr durchwachsen. Die nächsten 7 Tage für Sie im Überblick im Westen. Es bleibt noch sonnig und zwar länger als im Osten zumindest, bis zu 17 Grad. Also die bitte nochmal voll auskosten, denn Sie sehen schon, die neue Woche, die wird dann wirklich kühl. Im Osten noch hier ein ähnliches Bild. Eigentlich noch milde Temperaturen um die 10 Grad. Natürlich schon frischer als das, was wir gewohnt sind. Aber Montag schauen Sie gar nicht hin, nur noch 2 Grad. Also da müssen die Winterjacken spätestens dann wieder rausgeholt werden. Das war's von den aktuellen Wetteraussichten. Wir kommen zu Breaking News.